Ich habe das Büro 1979 gegründet. 85 kam Frau Ragnarstochter als Partnerin dazu. Die war schon vorher 2 Jahre mit als Angestellte tätig. Und Anfang der 90er Jahre kam Herr Uy dazu. Mein Name ist Arno Lederer. Ich bin Partner in diesem Büro, das Lederer Ragnarstochter Uy heißt. Architektur ist ja etwas, das zunächst mal nichts mit der Frage der Ästhetik oder sowas zu tun hat. Erst in zweiter Linie. Die erste Frage ist die, was hat man denn für ein Menschenbild oder wie ist das Bild von Gesellschaft, wie ist meine eigene Haltung zur Welt. Deshalb drückt sich in den Bauten immer die Lebenshaltung desjenigen oder derjenigen aus, die das Haus dann entwickelt. Und deshalb sind unsere Häuser Gott sei Dank noch alle sehr unterschiedlich, wenn sie gebaut werden. Das Gebäude und das Projekt, das den Architekturpreis Beton gewonnen hat, ist die Erweiterung der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart. Man muss wissen, dass der Ort, an dem diese Landesbibliothek oder die Erweiterung steht, letztendlich die Kulturmeile der Stadt Stuttgart ist. Unsere Vorstellung war, dass wir mit diesem einen Projekt versuchen, einen Rückbau zu machen zu dieser Frage, wie sieht denn eine Straße aus und Häuser stehen an der Straße und nicht dahinter weg. Das war ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt im Wettbewerb. Da saß meine Frau drin, die hat es immer wieder gesagt, wir müssen da wieder vorne an die Straße kommen und deshalb steht das Haus jetzt so, bildet diesen Stadtraum wieder her. Was die Jury begeistert hat, war, wie sowohl in der Oberfläche und der Materialität diese moderne Architektur eine Reminiszenz an die alte Architektur gibt, aber trotzdem ihren eigenen Stil in der modernen Architektur behält. Das Tolle ist doch eigentlich beim Betonbau in Ortbeton, dass es zunächst ein Holzbau ist und dieser Holzbau dann ein Abguss gemacht wird von dem Holzbau. Und uns ist schon immer wichtig diese Frage des Handwerks. Wir haben die Vorstellung, dass wenn du siehst, dass etwas mit Hand gemacht ist, dann denkst du, da hat jemand mit seiner Hand etwas für mich gemacht. Nachhaltigkeit heißt für uns heute nicht der technische Aspekt, also die Technik, die in das Haus eingebaut wird, sondern dass wir erreichen müssen, dass das Haus wieder 200 bis 300 Jahre stehen kann. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, nämlich die der Dauerhaftigkeit. Das eine, die Technik, damit ist es lange nicht getan. Man braucht Kultur, Bildung und Menschenkenntnis. Und dieses mit der Menschenkenntnis ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Voraussetzung. Du musst menschenfreund sein, um überhaupt Häuser für Menschen bauen zu können.